Hallo da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 7 Days to Die, die Gefährten mit einem herrlichen Sonnenaufgang. Ihr seht, wie der Schatten hier verschwindet und die Sonne kommt. Dem Max. Servus. Und natürlich dem Kixel. Servus. Der steht beim Händler und trinkt einen Kaffee und wartet, dass der Händler aufmacht. Ja, das ist immer schlimm mit diesen Öffnungszeiten. Du bringst dann gleich mal Frühstücksbrötchen mit. Ja, genau. Bring vielleicht bloß ein paar Brötchen mit, du. Gut. Komm mir nicht ohne nach Hause. Und Nutella aufs Brot, ja? Da hast du was drauf. Ist das eigentlich erlaubt? Ja, ne? Klar, ich meine, wenn man bezahlt wird von Ferrero, so wie ich, dann dürfen wir das sagen. Das hätte ich vielleicht nicht sagen sollen, weil das glaubt jetzt auch noch irgendjemand. Ey, der Schnitzel, der wird von Ferrero gesponsert. Habt ihr das mitbekommen? Das ist natürlich Quatsch. Ja. Wie jetzt? Nee, nicht von Ferrero. Bist du des Wahnsinns? Das war Haribo. Haribo mag keine Frau und den Schnitzel ebenso. Ja. Ich war ganz zufrieden mit Haribo eigentlich so, aber nur bis zu dem Moment, wo sie gesagt haben, ich soll mir längere Haare wachsen lassen und dann eine Dauerwelle machen. Oh, Kicks, bei dir funktioniert das irgendwie so nicht mit dem Direktchat, weißt du? Weil man kriegt jetzt keinen Sinn, was er da schreibt. Aber ich find's lustig, wenn der Kicks mir irgendwie privat schreibt. Ja, ganz abgesehen von der Aufnahme jetzt hier. Und dann auch auf Dialekt schreibt. Das ist schön. Und dann auch auf Dialekt schreibt. In seinem Fränkisch. Ach, geht so. Oh Gott. Also wenn ich auf der Arbeit so spreche würde, dann sagen sie nicht, ich spreche Fränkisch, ich spreche Schweinfutterisch. Wie war das letztens? So, meine Damen und Herren, jetzt hat sich der Kicks auch geoutet. Wo sind denn... Ach, da. Sechst halt mal Bescheid. Ja. Was soll ich da sägen? Den Weihnachtsbaum. Der Händler hat offen. Denk an die Brötchen. Die Durchsage kommt, der Händler hat offen. Ich hab mich das erste Mal voll erschrocken. Ach, frag mich mal. Ich stand da und dachte, was ist jetzt los? What the fuck? What? Ich habe irgendeinen neuen Zombie gesucht in dem Moment. So ein Zombie mit Mikro durch die Welt läuft. Ja. Mit so einem Megafon, weißt du? Wenn er an einem vorbeigeht, folgt der Zombie nach. Und so spawnen die neuen Zombie-Orden. Ist so ein Nachrichten-Zombie. Ja, genau. Was sagen Sie zur aktuellen Lage? Leck mich. Pussebox. Hä? Warte zum Verkauf. Fußebox. Fußebox. Du kannst aber auch mal gucken, Tool and Die Set, ne? Wofür ist das eigentlich gut? Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall brauchen wir es. Ich weiß gar nicht mehr, was es genau ist. Aber für die Munition brauchen wir es jetzt nicht zwingend. Meine Güte. Haben die auch mal irgendwas Gescheites? Was hat er denn? Scheißdreck. Du hast doch das hochgeskillt, oder? Ja. Also nicht, dass ich jetzt was Falsches sag. Ja, guck mal. 3 von 3 und 51 von 100. Okay. Barde. Kein Kaliber, dann müssen wir doch mal in den 0-0, ha? Müssen wir doch mal 0-0. Und durchluden. Mach ich schon, keine Angst. Oh, verdammt! Was? Ach, verbaut. Achso. Ich hab schon was Schlimmeres vermutet. Ja.
So, also. Und dann machen wir da weiter. Ich bete halt echt, dass das scheiß Dach hält, ne? Dass wenn das nicht auf einmal zusammenbricht, ey, dann kriege ich echt zu viel. Deswegen werde ich dann jetzt auch gleich die Innenwände schon einmal hochziehen, Stück für Stück dann. Mhm. Auf die passende Höhe. Dass das schon einmal abstützt. So, das heißt, da müssen wir ran. Und wer hätte gedacht, es regnet schon wieder. So, wer jetzt natürlich auch erstmal so zwischendurch bei uns reinschaltet, dem sei gesagt, wir sind nicht nur am Bauen, wir kommen eigentlich erst zurück so aus einer längeren Loot-Tour, in Anführungsstrichen. Also, wo wir eine schöne Städtchen gefunden haben. Es liegt ein paar Folgen jetzt zurück, wo wir dort waren. Und jetzt ist mal wieder ein bisschen Bauen angesagt, dass wir einfach mal vorwärts kommen und fertig werden vor allem. Was ja nicht unwichtig ist. Denn irgendwann wollen wir uns ja mal richtig einrichten und vor allem richtig sortieren. Ne? Unsere innere Mitte finden. Unsere innere Mitte finden, genau. Eins mit der Umwelt werden. Okay, jetzt langsam habe ich aber echt Max... Ah, nee, sorry, falsches Skript. Ja. Glaube ich auch. So, aber so kriegen wir das auf jeden Fall dann jetzt hin mit dem Dach. Ich gucke mir das jetzt dann gleich mal von unten nochmal an. Wenn die Reihe hier sitzt. Ah, da habe ich noch eins vergessen. Leck mich doch am Ärmel. 10% Sprit. Hast du diesmal verliert Kicks kein Minibike, diesmal geht ihm der Sprit aus. Hast du eine Range dabei? Nein. Das ist schlecht, sonst hättest du bei irgendeinem Auto anhalten können und es zerlegen können. Aber ich bin jetzt... Der hält sich in der 00. Nee, da kommt schon was zurück. Ich wollte gerade sagen, ich fahr erst hierher, gib die Coins ab, fahr dann nach 00. So, jetzt gehen wir mal runter und gucken uns das mal von unten an, das Ganze. Uop. Ja, da liegt noch was rum. Axt. Halt, das da vorne machen wir gleich noch zu. Ne, das machen wir anders da. Das da vorne machen wir anders. Ich bin beinahe hoch in die Spitzen gepackt. Bei der Tür. Jetzt habe ich ja Glück gehabt. Jetzt hätte ich fast nicht mitgedacht. Oder habe ich fast nicht mitgedacht. So, jawohl. So schaut es gut aus. Ah, das wird klasse. Doch, das wird super. Max, wo bist du? Gerade unten in der Mine. Gerade unten, na, dachte ich mir fast. Jetzt, wenn da noch der Ding fertig ist, der Turm, dann schaut es gut aus. Nur ein was fällt mir gerade auf, aber das bastel ich noch hin. Ein Dachüberstand fehlt da. Da fehlt ein Dachüberstand. Aber den bastel ich zum Schluss hin, wenn das ganze Dach steht. Soweit. Na. Das muss ich auch noch verändern dann. Ramps. Ich brauche noch massig Ramps. Ach, Scheiße. Nein. Da
Doch so euch verbaut. Na, das Problem ist, mit diesen Schrägen kann ich die Wand doch gar nicht hochziehen, so richtig. Ja, aber dann... Weil der ja Dreck doch als ein Block gilt. Ja. Das heißt, ja doch, das geht. Ich muss nämlich an der Ecke halt jeweils dann das Ding wieder rausschlagen. Und dann kann ich es reinsetzen. Da kann ich aber einen ganzen Block aussetzen, das ist ja Quatsch. Da muss ich keine Ramps setzen. Anders geht's nicht. Aber gut, das ist halt so. Deswegen ist es ganz gut, dass ich die Mauern jetzt hochziehe, weil dann denke ich, dann kann ich da nämlich gleich dran denken und es gleich so hochbauen. Deswegen machen wir das da jetzt auch gleich mal. So, es regnet wieder und schwuppdiwupp schon friere ich auch wieder. Nein! Uff. Na, Kicks, was ist los? Ich bin bei einem Max ein Clayloch reingefahren. Dass er da unten am See hingebuddelt hat. Ja, also du hast so irgendwo nah an einem See eh nichts verloren. Mit dem Minibike schon dreimal nicht. Aber irgendwo Kicks, ne? Muss das Zeug gebaut, abgebaut werden. Also man kann da nicht immer nur Rücksicht auf dich nehmen und deswegen extra 5 Kilometer weiter weg Clay abbauen. Das geht nicht. Das ist nicht, das ist Quatsch. Da musst du halt ein bisschen aufpassen. Ja, zum Glück habe ich so gute Bremsen neu gebaut, ey. Von Brembo? Hä? Von Brembo? So, jetzt schaue ich mal, wie oft ich im verbrannten Gebiet Feuer fange. Tja, das wirst du merken, mein Lieber. Ich hätte mir vielleicht ein wenig Medizin mitnehmen sollen. Aber. Das ist Quatsch. Falls du da einen Pop Builds findest, schau mal hinten drin, ob da eine Chemistry Station steht. Ja, das wäre nicht schlecht. Da haben wir noch eine zweite. Doch, wir haben doch schon eine. Naja. Ja, aber ich habe gerade für 213 Minuten Fertilizer angesetzt. Ja, weil es dauert ziemlich lange, das Zeugs. Nein! Nein, ich sterbe. Ach, Kicks. Was hast du denn? Ich markiere mir mal die Stelle. Nein, ich glaube, das ist ein Rucksack. Wenn du es genau wissen willst. Ja, Willi. Das war auf jeden Fall einer meiner schönsten Tote. Er ist wahrscheinlich geflogen wie so ein Depp. Was gemacht? Ich bin auf die Nudelstadt zugefahren. Ja. Bin auch an die Nudelstadt hingekommen. Ja. Aber irgendwie war da dann der Weg zu Ende. Ja. Und da ging es einfach mal steil bergab, ne? Ja. Und in dem Moment, wo ich drüber war, habe ich mir nur gedacht, du stirbst. Bei mir fehlt gerade der Sound. Ja. Sag bloß, der Server kackt wieder ab. Ja, stimmt. Bei mir auch. Ja. Und. An dieser Stelle machen wir einen kleinen Schnitt und sind auch gleich wieder da. Bis gleich. So, meine Damen und Herren, da sind wir auch wieder zurück. Und ja, leider Gottes haben wir die Aufnahme eigentlich wirklich zu spät eingeschaltet, weil das war gerade wirklich was enorm Amüsantes gewesen. Zum einen bin ich hier gespawnt, was jetzt nicht so amüsant war. Also, dass ich gespawnt bin schon, aber das, was ich gesehen habe, nicht. Denn alles, was ich hier schon aufgewertet hatte, war nicht mehr aufgewertet, außer zwei Blöcke. Und wir haben noch drüber gescherzt. Kix, vielleicht bist du ja noch am Leben. Kix war am Leben, bis zu dem Moment, als er dann wirklich gespawnt war und dann war er wieder tot. Also, Kixel died twice. Déjà-vu. So hat es Max gerade so schön beschrieben. Ja.
Ah, jetzt passt schon. Nee, wir hat's gerade oben den Radar nicht angezeigt. Ach so. Jetzt hoffen wir mal, dass der Server noch ein bisschen hält wieder. Ja, und nicht gleich wieder rumspackt. Weil wir wollen heute ja noch ein paar Folgen aufnehmen. In der heutigen Session. Ich habe auch gerade noch im Off, das habt ihr, also bevor wir jetzt wieder in die Aufnahme zurückgekehrt sind, habe ich ganz vergessen, dort drüben, da wo jetzt hier eine Tür ist, habe ich ganz vergessen, eine Tür reinzubauen. Achso. Was? Na scheiße, jetzt wird mir mein Rucksack nicht mehr angezeigt. Ernsthaft? So. Wird nicht mehr angezeigt. Oh nee. Soll ich dir zeigen, wo es war? Ja, ich weiß schon ungefähr selber, wo es war. Ja, dann setz halt nochmal einen Marker, sicherheitshalber. Ist ja nicht schwer, ich gehe einfach an der Außenwand der 00 stand entlang. Ich bin ja die Klippe runtergefallen. Ach so. Die 00 Wand ist ja mitten in einem Tal drin, wo außen dran nur Klippen sind. Ja, ich weiß. Sondern erstmal sollten wir vielleicht hier sitzen, ne? Das wäre vielleicht geschickter. Hier sehen Sie ein Relikt aus der Vergangenheit. Unsere alte erste Hütte. Kixel macht gerade einen auf Touristenführer. Und auf Zeitreisender. Ja. Damals in Folge 1 bis 10. Oh, Leute, das waren noch Zeiten, du. Ich sag euch. Oh mein Doggehaus. Ich weiß noch, als wäre es gestern gewesen. Da habe ich die Hedge aufgemacht. Das sind sie alle verreckt. Den habe ich gegeben. Da hat mein Plan funktioniert. Die haben es gar nicht kapiert. Da hat noch. Ach, da. Ach, der Zombie ist wieder gespawnt. Sag mal, stehst du da in meinem Beet? Kommst du da raus mit deinen dreckigen Viers? Du Sauhund, du Dreckiger. Lass mich doch hier nicht mein Gemüse kaputt machen. Aus Friedensbruch, Madame, da gibt eine Anzeige. Scheiße! Das ist falsch! Das muss auch wieder raus. Da muss doch so eine Ecken rein. Ah, na ganz toll. Also. Ich muss, bevor wir dann in der nächsten Folge starten, schnell komplett aus dem Spiel raus. Was hast du denn, Keks? Nee, mein Mauszeiger wird nicht mehr angezeigt. Also das heißt, wenn ich mit Crossbow ziele. Wenn ich mit Crossbow ziele, habe ich kein Ziel mehr. Du musst mal einen Neustart machen. Ja. So, jetzt passt es. Das ist halt nicht gerade schön, wenn ich gerade auf dem Weg in die 00-Stadt bin. Das ist richtig allerdings. Da gebe ich dir sogar mal recht. So. Aber mal gucken, ob wir in der Session noch das Haus so einigermaßen fertig bekommen. Also das Dach zumindest. Das wäre ja natürlich nice. Moment. Ich ist doch mit dem Wildbike gefahren. Ja. Mhm. Warum stehen schon wieder draußen zwei Stück? Naja, eins von mir, eins von dir. Ich hab meins eingepackt. Und Kix hat auch noch eins gefunden. Hat uns das andere wieder gefunden? Ja, das habe ich aber komplett auseinandergebaut. Aber hier steht eins direkt bei uns an der Base. An der Base? Und meins eins steht oben am Eingang. Das andere steht oben am Eingang, ja. Ja, da habe ich meins hingestellt. Hä? Was das Komische war, war halt, dass ich, wo ich das zweite Mal reingekommen bin. Achso, ja, Moment mal. War das überhaupt in der Folge? Haben das die Zuschauer überhaupt mitbekommen oder war das im Off, als du das Minibike wieder gefunden hast? War, glaube ich, in der Folge. Ja, das war in der Folge. Okay. Glaube ich zumindest. Sonst hätten wir es nochmal erklären müssen. Es ist voll betankt. Hier 25er Reifen, 177er Batterie, 433er Motor. Das könnte ich das sein, mit dem ich gefahren bin. Ja. Ist da, auch, ist da was im Korb drin? Warte. Im Korb dürfte nichts drin sein. Ist nicht voll getankt. Nein, ja? du siehst mich nicht, du Scheißbär. Du Scheißbär. Vielleicht multiplizieren wir jetzt ein Minibike. Genau, Scheiße, wir fangen Stuben an.
Das wäre jetzt geil, jetzt gehe ich die Klippe runter und da steht mein Minibike noch. Und dasselbe Minibike steht nochmal bei uns daheim. Na, das wäre die Idee. Erst verlierst du eins, weißt du, und dann bringst du innerhalb einer Aufnahmesession drei Stück zurück. Ich war beim Gebrauchtmarkthändler. Ja. Oh, das war ganz schöner Aufwand, du legst mir mal. So, da, ja, weil da Wand ist, können wir einfach die Woodframes setzen. Boah, das riecht mich gerade auf. Jetzt kann ich wieder nachgucken, ob ich handig bin. Der Keks, der war beim Zweirad, Richard. So, da, das ist falsch, das muss raus. So. Dann schau, dass es da richtig reinsetzt. Ja, so muss es passen. Ja, wie weit machen wir das denn jetzt? Ja. Oder? Schlecht. Nicht schlecht. Was? Also, ich habe auf jeden Fall meinen Rucksack wieder gefunden. Ja. Aber das Minibike steht nicht mehr da. Hä? Ja, das, mit dem ich abgestürzt bin, das Minibike. Und das steht ja hier. Ja, hätte ja sein können, dass es noch hier steht, aber halt, dass es sich zurückgebracht hat, gebackt hat, trotzdem immer noch da steht. Verrückt. Nee, das hat sich nämlich gemozert. So, dann setzen wir mal den Denkanlasspass hoch. Vielleicht habe ich ja jetzt Glück und ich krieg endlich mal eine gescheite Schematik. Vielleicht hast du Glück und kriegst endlich mal einen Kaliper. Ja, erstmal bin ich im Crackerbook. Der crackt sich schon die Schematics. Ja. Cheetah. Hell the Warpit. Du kannst, glaube ich, dein Licht am Helm mal ausmachen, Max. Ach, ich hab das immer an. Ich frage schon. Ich hab meins auch angehabt. Fällt mir gerade so auf. Ich dachte mir gerade, das ist irgendwie so unnatürlich, das Ganze hier. Ja, aber meine Damen und Herren, was der Kicks noch so in 0-0 findet und ob er vielleicht noch ein Minibike cubed und was auch immer, das sehen wir in der nächsten Folge. In diesem Sinne sage ich mal vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao. Auf Wiedersehen. Servus. Geht doch.